Liebe Schwestern und Brüder, liebe Jugendlichen, es ist Advent. Advent heißt auf Deutsch Ankunft oder Ankommen. Jetzt können wir wieder rennen, laufen und kaufen. Das beste oder das billigste Geschenk. Es ist Advent. Es ist Advent. Advent heißt Ankommen. Jetzt können wir wieder loslegen, den Weihnachtsbaum aufstellen, den Weihnachtsmarkt besuchen, die Weihnachtsplätzchen backen und Weihnachtsfeiern feiern. Es ist Advent. Es ist Advent. Advent heißt Ankommen. Jetzt können wir auch mal an uns denken. Doch wir haben keine Zeit für Besinnung. Wir müssen das Haus auf Vordermann bringen, uns aufregen über die Hektik der Menschen und stecken doch selber oft mittendrin. Es ist Advent. Es ist Advent. Advent heißt Ankommen. Advent heißt sich bereiten, heißt warten auf Jesus. Wie zwei Liebende, die es nicht erwarten können, sich endlich wiederzusehen. Wie eine schwangere Frau, die endlich ihr Kind in den Armen halten darf. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist Advent. Ist es aber das wirklich für dich? Liebe Schwestern und Brüder, das lateinische Wort Advent bedeutet eben, wie gesagt, Ankunft. Sich darauf gefasst zu machen, Jesus zu begegnen, dass Jesus ankommen kann. Was das für uns vielleicht konkret bedeuten kann, möchte ich euch und Ihnen anhand einer Begebenheit verdeutlichen, oder zwei Begebenheiten. Einer, die ich von einem Mitbruder von mir gehört habe, und einer, die ich selbst erlebt habe. Ein Mitbruder von mir hat einmal Einkehrtage für junge Menschen gehalten und ihnen dabei eine sehr wichtige Frage gestellt, nämlich die Frage: Wenn du einmal die Möglichkeit hättest, in deinem Leben Jesus Christus persönlich zu begegnen, wie die Menschen in der Bibel, wie Johannes der Täufer, von dem wir eben gehört haben, oder der Petrus oder Andreas oder wer auch immer aus der Bibel, wenn du die Möglichkeit hättest, Jesus genauso zu begegnen wie die Menschen damals persönlich, hättest du Interesse daran? Hättest du Interesse daran, Jesus persönlich zu begegnen? Wenn ja, warum ja? Wenn nein, warum nicht? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Frage für jeden Einzelnen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, Jesus persönlich zu begegnen, würden wir es wollen? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? Bei meinem Mitbruder, als er die Jugendlichen das fragte, haben eine ganze Reihe davon von den Jugendlichen nichts darauf geantwortet. Einige sagten, sie hätten Interesse daran, Jesus persönlich zu begegnen, weil dann bestimmt ihr Glaube dadurch gestärkt würde und dann wüssten sie, ob das so alles stimmt, was die Christen und die Kirche über Jesus erzählen, weil dann könnten sie ihn ja selbst fragen. Andere wiederum sagten, sie hätten vielleicht viele Fragen, die sie Jesus stellen würden, bezüglich des Lebens nach dem Tod und ihres eigenen Lebens. Aber die meisten, die sich geäußert haben zu der Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, Jesus persönlich zu begegnen, wärst du interessiert? Die meisten haben geantwortet, nee, lieber nicht. Nee, lieber nicht. Und als der Mitbruder dann nachhackte, kam bei vielen der jungen Leute heraus, ja, wenn ich ihm heute so begegnen würde, ich glaube, ich hätte Angst. Ich hätte Angst, also Jesus zu begegnen. Oder jemand sagte, das wäre für mich so etwas Gewaltiges, das würde mich erschlagen, das könnte ich nicht ertragen, damit könnte ich nicht umgehen. Aber die meisten sagten schlicht und einfach, also nee, lieber nicht, ohne es groß zu begründen. Dann meldete sich eine junge Frau zu Wort und sagte, also Leute, wenn wir doch ehrlich sind, ja, also Hand aufs Herz, können wir uns die Antwort auf diese Frage doch sparen. Denn das ist doch sowieso eher eine theoretische Frage. Wir können doch Jesus heute gar nicht begegnen wie die Menschen damals. Denn entweder ist Jesus mausetot oder er ist im Himmel, weit weg von uns. Aber begegnen können wir ihm nicht. Und viele, die da saßen, stimmten nickend zu. Schwestern und Brüder, ich setze dagegen und behaupte, das stimmt nicht. Und das sage ich nicht nur, weil ich Priester bin und weil ich dafür bezahlt werde, das hier zu sagen, sondern weil ich das so glaube und das so meine und weil das meine Erfahrung ist mit dem lebendigen Jesus Christus. Ich kann mich erinnern, als ich vor eine kleine Begebenheit, eine Erzählung, als ich vor, ich glaube, 11 Jahren noch Kaplan war im Norden von Düsseldorf,
bekam ich 2 Tage vor Weihnachten einen Anruf aus dem Krankenhaus. Und die Krankenschwester rief an und sagte: Herr Kaplan, hier ist ein Mann, der will einen Priester sprechen. 2 Tage vor Weihnachten. Dieser Mann hat gebeten, dass man ihm eine Spritze setzt, er will nicht mehr leben. Und wenn man ihm keine Spritze setzt, springt er aus dem Fenster. Er will nicht mehr leben, aber er will einen Priester sprechen. Können Sie kommen? Das ist nicht gerade etwas, wo man 2 Tage vor Weihnachten drauf erpicht ist, wo man nie drauf erpicht ist, aber erst recht nicht dann. Aber ich bin natürlich hingefahren zum Krankenhaus, bin in das Zimmer dieses Mannes rein, er lag auf dem Bett, habe ihn begrüßt und dann fing er an schon zu erzählen, dass er eben nicht mehr leben will, aber mit mir darüber sprechen will. Hat sich herausgestellt, die Ärzte haben gesagt, er hat noch 3 Monate zu leben, er war voller Krebs und keine Heilungschancen mehr. Und er hat gesagt, ich möchte mein Leben ein Ende setzen, solange ich noch bei Bewusstsein bin. Ich möchte nicht vor mich hin siechen und irgendwann weg sein. Ich möchte selbst bestimmen, wann ich gehe. Und zwar jetzt. Und wenn man so etwas hört, was sagt man dann einem Menschen? Also man kann nicht sagen, wird schon wieder. Nee, da wird nichts wieder. Man kann auch nicht sagen, halb so schlimm, weil das ist schlimm. Und als ich darüber nachdachte, fing ich an zu beten, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Und dann kam mir als Impuls, den Mann zu fragen, Ihre Situation ist schlimm und ich möchte nicht mit Ihnen tauschen, aber ich habe ihn dann gefragt, was hat Ihnen bisher in Ihrem Leben Kraft gegeben? Wofür hat es sich gelohnt zu leben? Was war gut? Was hält Sie aufrecht? Und dann schaute er mich an und sagte, meine Familie, meine Frau und ich habe eine Tochter, die lebt aber in Australien, hat da geheiratet, hat gerade ein Kind bekommen, das ich noch nicht gesehen habe. Aber meine Familie, das ist, was mir am wichtigsten ist. Und als er das sagte und ich für mich eigentlich nicht wusste, was ich dann weitermachen soll, habe ich einen Impuls für mich bekommen, in meine Jacketttasche zu greifen. Und in dieser Jacketttasche, habe ich gespürt, war so eine Plakette drin. Die habe ich vor ein paar Tage davor von einem Mitarbeiterempfang mitgenommen. Und ich holte die Plakette raus. Ich wusste nicht, warum. Ich habe das Empfinden gehabt, ich soll sie dem Mann zeigen. Ich holte sie raus, zeigte sie dem Mann. Er schaute sich die Plakette an und sagte mit ganz großen Augen, das ist ja meine Familie. Und dann fiel mir ein, auf der Plakette war ein Weihnachtsbild zu sehen, nämlich links und rechts ein Mann und eine Frau und in der Mitte Maria, Josef und das Jesuskind. Und dieser Mann hat in dieser Plakette sich selbst, seine Frau, seine Tochter, ihren Mann und das neugeborene Kind gesehen. Und er hat so ein Leuchten bekommen in den Augen. Und ich habe ihm gesagt, wie wäre es, wenn Sie es versuchen, wenn es irgendwie geht, Ihr Enkelkind zu sehen, dass Ihr Enkelkind Sie sehen kann und dass Sie nach Australien fliegen können. Vielleicht ist es möglich. Und dann merkte ich, wie in diesem Mann Hoffnung hochkam, wie die Augen wirklich strahlten. Und nachher habe ich erfahren, dass der Mann wirklich nach Australien geflogen ist, dass er es geschafft hat, sein Enkelkind sehen konnte und als er zurückkam, im Frieden gestorben ist. Schwestern und Brüder, liebe Jugendlichen, warum ich das erzähle? Ich glaube, durch solche Begebenheiten kann man sehen, da hat ein Mann wirklich seinen Advent erlebt. Hat der Mann wirklich erlebt, was es bedeutet, wenn Jesus Christus als der Heiland in das Leben eines Menschen kommt? Jetzt könnte man jemand sagen, das ist ja reiner Zufall, so mit der Plakette um. Kann man sagen. Für mich war es kein Zufall. Für mich war es von Gott geführt. Denn sehen Sie, Schwestern und Brüder, Advent bedeutet nicht nur, dass wir gemeinsam eine schöne, eine atmosphärische, stimmungsvolle Wohlfühlzeit um den Adventskranz verbringen mit Schnee draußen. Auch das, aber Advent bedeutet viel mehr. Nämlich im Tiefsten, dass Jesus Christus bereit ist, uns zu begegnen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir heute diese Sehnsucht haben, Jesus persönlich begegnen zu wollen, am Weihnachtsfest nicht nur Geschenke auszutauschen, wie jedes Jahr, über die man sich mehr oder weniger freut. Ich freue mich zum Beispiel nicht jedes Jahr über die 40. Socken, sondern Weihnachten als Begegnung mit Jesus zu feiern. Wenn wir das wirklich wollen, Weihnachten als Begegnung mit Jesus zu feiern, dann sagen wir ihm das einmal, weil er lebendig ist und er uns hört. In einer ganz schlichten Weise. Ich bin mir nicht sicher, so oder so. Jesus Christus
hört, weil er lebt und er wird uns begegnen. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, sagt Jesus: Ich stehe vor der Tür und klopfe an, und wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, bei dem werde ich eintreten und mit ihm Mahl halten und er mit mir. Jesus drängt sich niemals auf, aber er sagt diese Worte zu jedem Einzelnen, auch heute, jedem Einzelnen von uns. Vielleicht hört jemand die Stimme Jesu jetzt, weil er sie zu hören braucht, durch diese meine menschlichen Worte hindurch. Wer weiß. Aber eines dürfen wir wissen, wenn wir am Advent nicht nur die Türen der Adventskalender, sondern Jesus, die Tür unseres Herzens aufmachen, dann wird es wirklich Bescherung geben. Möge deshalb sein Geschenk der Liebe unser Geschenk zu Weihnachten sein. Denn erst wer in dem kleinen Kind von Bethlehem Gott und die Liebe erkennt, der hat Weihnachten nicht verpennt. Oder um es mit anderen Worten in einem Gedicht zu sagen: Wartende sind wir Tag um Tag. Ein jeder wartet, worauf er mag, auf Freude, auf Frieden oder auf Geld. Doch wer erwartet den Heiland der Welt? Suchende sind wir im Dunkeln und Licht. Ein jeder sucht, was ihm zum Glück verspricht, die Schönheit, die Liebe oder die Macht. Doch wer hat an Jesus Christus gedacht? Herr, wecke das Sehnen nach deinen Zeichen. Lass deine Liebe die Herzen erweichen, jetzt im Advent, auf das dich jeder erkennt. Öffne die Herzen von Sündern und von Frommen. Vollende die Welt mit deinem Kommen, jetzt im Advent, damit dich jeder erkennt. Amen.